Ein Bote kam und meldete dem König. Ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Ich mache gerade eine Liste mit Dingen, die ich richtig gut kann. Ach so, ihr kennt ja die nächste Geschichte noch gar nicht. Das müssen wir schleunigst ändern. Du kannst das doch. Kiki sitzt nervös am Schreibtisch. Nächste Woche schreiben sie die letzte Mathearbeit vor den Zeugnissen und sie versteht mal wieder nur Bahnhof. Je länger sie auf die Aufgaben starrt, desto wirrer werden sie. Leonie hat Mitleid mit Kiki. Sie ist zwar kein Mathe-Profi wie Timo, aber sie kommt ganz gut klar. Soll ich dir helfen? Fragt sie. Oh, Kiki seufzt. Mir ist nicht mehr zu helfen. Leonie lacht. Dann holt sie ihren Schreibtischstuhl und setzt sich neben Kiki. Sie lässt sich die Aufgaben zeigen, die Kiki für die Arbeit beherrschen muss. Oh, die Textaufgaben kann ich gar nicht. Ich versau die Arbeit, garantiert. Leonie grinst. Kiki gebraucht solche Wörter nur, wenn sie wirklich verzweifelt ist. Lass uns erst mal auf die anderen Aufgaben gucken, schlägt sie vor. Während die Mädchen diese besprechen, stellt Leonie fest, dass Kiki die meisten ganz gut kann. Ihr fehlt nur noch die Übung. Sie macht eine Liste mit 2 Spalten. In die eine schreibt sie, was Kiki noch wiederholen soll in den nächsten Tagen. In die andere alles das, was Kiki schon kann. Wenn du was geübt hast und du hast das Gefühl, das kannst du jetzt, dann streichst du die Aufgabe auf der Liste einfach durch, schlägt sie vor. Zum Schluss besprechen die Mädchen die Textaufgaben. Leonie zeigt Kiki, worauf sie achten soll. Du musst die Aufgabe richtig und bis zum Ende lesen. Ganz in Ruhe. Dann überleg dir genau, was du wissen willst und welche Zahlen dir zur Verfügung stehen. Schritt für Schritt musst du arbeiten. Gemeinsam rechnen sie die erste Aufgabe. Die zweite löst Kiki alleine. Sie macht nur ein paar kleine Fehler. Leonie ist zufrieden. Und Kiki auch. Denn sie hat noch ein paar Tage Zeit zum Üben. Außerdem ist ihr durch Leonies Liste klar geworden, dass es nur ein paar Dinge sind, die sie noch nicht beherrscht. Das meiste kann sie. Beruhigt geht sie nach unten. Als Papa fragt, wie es mit Mathe aussieht, sagt Kiki selbstbewusst, gut, die Arbeit wird sie schaffen. Da ist sie sich sicher. Wenn man nur auf das guckt, was man nicht so gut kann, dann kann einem das ganz schön Angst machen. Sowohl Kiki als auch Josaphat hatten zum Glück jemanden, der ihnen gezeigt hat, was sie Tolles können. Mit Gottes Hilfe oder eben einer tollen großen Schwester sieht dann die Welt schon wieder ganz anders aus. Und falls ihr mal an euch zweifeln solltet, dann macht's wie ich. Schreibt euch einfach so eine Liste auf mit Dingen, die ihr toll könnt. Und schon geht's einem viel besser. Bis morgen, eure Nola. Juhu!